Probieren wir es raus. Jo. Kein Fallschaden. Also eigentlich hätte sich jetzt damit hier die Beine brechen müssen. Komplett. Einfach destroyed. Die sehen mich leider auch immer sofort. Ich kann mich nicht an die anschleichen. Oh, das ist nett. Du nicht. Kümmern wir uns erstmal noch um Fiona. Dann haben wir zumindest das leichte Zeug schon mal weg. Oh ja. Da kann ich noch mal einmal draufhauen, wenn ich überlebe. Dann ist wahrscheinlich einfach gleich instant noch mal dran und lässt mir keinen zweiten Zug. Vor allem, wenn er danach sofort eine Krafttechnik macht. Ja, tschüss, Marcy. Dann versuche ich schon mal sofort die Donnerwelle rauszuholen. Oh cool, bin sogar sofort dran. Wenn ich nur eine Runde überlebe, paralysiere ich Manaphy gleich mit. Ich würde aber nicht davon ausgehen. Oh cool, ich lebe. Dann Manaphy auch paralysieren. Und tschüss, TK. Sie hassen mich weiterhin. So, Rainbow. Du darfst noch ein bisschen schwächen. Einmal das Aeroas drauf. Die können jetzt gerne einfach ab und zu einfach paralysiert sein. So, Fionas sind schon mal alle weg. Bleibt nur noch mal nachgehen. Wie viel Schaden mache ich mit so einem Aeroas? Ja, das ist okay. Das war ein Crit. Aber hey, wenigstens zweimal paralysiert. Das ist ja süß vom Schaden. So, einen überlebe ich auf jeden Fall noch. Moment, die Paralyse wurde aufgehoben? Ekelhaft sowas, dass sowas einfach weggehen kann. So geht's auch, ja. Yikes. Na komm, du bist auch so geschwächt genug. Lass dich einfach fangen. Danke. So, Manaphy gefangen. Gehen wir mal dem Professor mal davon berichten. Es war jetzt echt nicht so leicht. Es hat mit dem ganzen Drum und Dran schon fast eine Dreiviertelstunde gedauert. Du hast es tatsächlich geschafft, Manaphy zu fangen. Mein Glückwunsch, Jesse. Laut dem Buch Die Legende des Meeres zieht dieses Pokémon seit jeher über die Ozeane. Ein bemerkenswerter alter Schmöker, nicht wahr? 3 Kometstücke. Können wir doch sicher gut verkaufen. Ich habe 4 Pokémon gefangen. Hm. Nun. Wie merke ich dafür nicht? Hallo? Ich habe legendäre Pokémon gefangen? Wie ist es denn der Pokédex-Eintrag zu denen? Was? Also ich habe Pikachus Donnerblitz gesehen. Und Pantimos Tempotechnik. Und Valrysa? Habe ich eine Krafttechnik mal gesehen.
Oh, Manafi und Fiona habe ich beide komplett voll. Ja, nice. Deswegen. Ganz viel Krafttechnik und Tempotechniken von Manafi. Okay, und bei Fiona habe ich Aquavelle und Zen-Kopfstoß sehr oft gesehen. Nun, muss ich da halt nichts mehr für machen. Ist schon angenehm so. Ob hier so ein mythische Pokémon oder legendäre Pokémon, ist doch alles das Gleiche. Ich mache da keinen Unterschied. So, dann kommt TK nochmal da. Wobei eigentlich kann ich TK wieder mitnehmen, nicht mit TK, Marcy wieder mitnehmen, weil der ja eh im aktuellen Team ist. So. Das werden wir noch ein bisschen benutzen, bis wir in das nächste Gebiet rein, beziehungsweise am Anfang des Gebiets können wir auch noch ein bisschen das Team verwenden, weil das war jetzt ja nur der Kampf gegen Elektroball, den wir bisher hatten. So. Und einmal die hinten auf die Box legen. Wo ist das? Ach, da ist das andere. Jo. So. Wie hattest du herausgefunden, wie die Quest geht? Sven hat mir gesagt, dass es wohl einen Hinweis, also dieses Buch, über das gesprochen wird, sei wohl in der Bücherei von Fleetburg in Diamant und Perl Remakes. Und deswegen habe ich einfach das Spiel eben angemacht und geguckt, was da steht. Und dann haben wir da den Hinweis gefunden. So, Kleinstein hat mich auf eine Anleitung für perfekt eingelegtes Gemüse gebracht. Hast du Interesse? Ja klar. Ich würde sagen, du sammelst die Zutaten und bekommst dann die Anleitung von mir, ja? Bitte bring mir 2 Brocken Knirschmineral, 2 Kullerbohnen und 2 Königsblätter. Habe ich. Habe ich nicht dabei. Moment. Erstmal kurz ein paar Sachen wieder ablegen. So. Knirschmineral brauche ich 2. Kullerbohnen brauche ich 2. Und Königsblätter auch nochmal 2. Okay, was machst du daraus? So, Strandrettich habe ich schon da, also kann es losgehen. Da mal frisch ans Werk. Jetzt muss als letzter Schritt nur noch Kleinstein oben drauf und wir sind fertig. Huch, was ist denn jetzt los? Rock! Kleinstein hat sich verändert. Ist das diese Entwicklung, von der alle reden? Ist das Gemüse heil? Es ist doppelt so lecker, wie ich es mir vorgestellt habe. Wirklich perfekt eingelegt. Ich nenne meine Kreation Doppelrettich. Wenn man gemeinsam mit Pokémon kocht, öffnen sich einem ganz neue Möglichkeiten. Diese Erkenntnis habe ich dir zu verdanken. Okay. Ich muss da mal kurz was nachgucken. Steht das? Ja, würde da dran stehen. Georock. Georock. Wahrscheinlich recht weit oben, da. Georock wiegt zwischen 112,06 und 112,47 Kilogramm. Und er stand gerade auf diesen Töpfen. Das sind sehr stabile Töpfe, muss ich sagen. So, was möchtest du sie wieder mal sehen? Findest du nicht auch, dass dieselbe Kleidung durch unterschiedliche Farben eine völlig neue Wirkung erzielen kann? Meinst du? Na klar, es macht doch viel mehr Spaß, sich in seinen Lieblingsfarben rauszuputzen. Ich würde meine Kleidung gerne in ein paar anderen Farben anbieten, aber momentan komme ich einfach nicht an die Materialien. Könntest du mir vielleicht ein Purpurstück, ein Indigo-Stück und ein Grünstück besorgen? Hätte ich auch alles, wahrscheinlich. Die Töpferkunst war damals qualitativ. Ich merk's. So, einmal Purpur, einmal Indigo. Und einmal grün. Aber keine Gelbstücke. So, wegen des Auftrags. Ja. Bitteschön. Die sind wirklich schön. Damit wird es sicherlich gelingen. Dann lege ich gleich mal mit dem Färben los. Ich kann alles Mögliche in wunderschönen Farben tauchen, wenn ich es in meinem Topf koche.
Die Farben sind sogar noch schöner geworden als erwartet. Das habe ich dir zu verdanken. Kombiniere verschiedene Kleidungsstücke, um deinen ganz eigenen Modestil zu finden. Okay. Jetzt hast du hier einfach neue Kleidung dann. Okay. Ui. Der Bambushut sieht ja cool aus. Nichts, was ich jetzt nehmen würde, aber es sieht cool aus. Die Wintermütze würde potenziell noch zu unserem Outfit passen. Aber ich finde unsere Frisur einfach zu cool aus, als dass ich diese Wintermütze nehmen würde. Okay, auf zur nächsten Quest. Mir fällt einfach nichts ein. Du kommst genau im richtigen Moment. Würdest du mir noch einmal aus der Klemme helfen? Ich möchte eine neue Frisur kreieren. Diesmal möchte ich mich von dem Pokémon Kirlia inspirieren lassen. Okay. Ich habe sicher ein Kirlia irgendwo. Da. Was für eine Frisur wirst du aus Kirlia bitte machen? Das heißt, dass Kirlia anfangen zu tanzen, wenn sie guter Stimmung sind. Wenn ich tanze, wirbeln meine Haare immer so schön durch die Luft. Das soll... Ja, so soll eine Frisur sein. Wie gehe ich das am besten an? Ich hab's. Mir ist eine großartige Frisur eingefallen und hat so die ideale Haarfarbe. Jetzt habe ich alles Kirlia zu verdanken. Also, die Kir... Jetzt muss ich ja mal gucken, was hast du denn da für eine Frisur? Die Kirlia-Frisur? So, was darf es denn sein? Den modernen Bob hatten wir schon gesehen. Naja, den langseitlichen Pony auch. So ein bisschen die Cynthia-Frisur. Nur halt in kurz. Die kennen wir auch. Das kennen wir auch. Das auch. Aha. Nee, du lass mal. Auch nicht so. Nope. Das ist okay. Ich glaube, von denen, die wir haben, wir erst den langen seitlichen Pony nehmen. Aber ich bin mit dem hier eigentlich sogar noch mehr zufrieden. Was hast du denn noch so für Farben? Blassgold. Und Asche. Das ist auch eine schöne Farbe. Azur. Ein bisschen zu grell. Creme. Ist das nicht einfach weiß? Das war die Cyrus-Frisur. Nun. Nehme ich Blassgold? Oder Asche? Oder Creme? Ich glaube, Creme gefällt mir dann noch am besten. Ich sehe meine Augenbrauen nicht mehr. Kann ich welche nehmen, die nicht ganz so... Ach komm. So, dann ändern wir nur unsere Haarfarbe. Die Frisuren haben mir jetzt nicht so sehr gefallen. Haben uns einfach mal die ganze Creme in die Haare geschmiert. So, dann du noch. Vergiss es, ich weigere mich. Ach, sei gegrüßt, werter Kunde. Entschuldige, dass du diese Szene mit ansehen musstest. Ich habe Tao Hua nur gebeten, mir neue Ware zu verkaufen, aber er will einfach nicht. Tut mir leid, dir das wieder aufzubürden, aber könntest du erneut mit Tao Hua verhandeln? Wenn du ihm ein paar Strandrettiche bringst, wird er dir bestimmt zu. Drei sollten genügen. Ich vermute mal, dass man die Strandrettiche eh erst im nächsten Gebiet bekommt. Dann brauche ich mich nämlich auch da jetzt noch nicht hinzubegeben. Aber da hinten müsste ich noch eine hin. Ich finde es cool, dass die hier abends auch mit diesen Laternen rumlaufen. So. Was habt ihr da hinten denn für ein Streitgespräch? Das sind alles Blätter, keine Steine. Was? Zum letzten Mal. Bumi ist das Pokémon, das in einem Umhang aus Laub gehüllt ist.
Unfug, sage ich, an einem Bummi kleben Sand, Gestein und andere Mineralien. Ihr habt beide Unrecht. Wenn ich mit Lumpen behängt, kann auch kein Bummi sein. Also irgendwie kommen wir da nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Bestimmt habt ihr Bummi mit einem anderen Pokémon verwechselt. Das gleiche könnte ich über euch beide sagen. Ich habe Bummi unzählige Male hier in Hisui und auch in meiner Heimat gesehen. Lumpen, Lumpen und nochmals Lumpen. Dann hast du nicht richtig hingeschaut. Dieser Zank führt doch so zu nichts. Hey du da, du vom Forschungstrupp. Mir ist gerade eine prima Idee gekommen. Wer von uns richtig liegt, lässt sich einfach überprüfen, indem wir zu dritt ein echtes Bummi inspizieren. Fang doch bitte eins. Moment, was stand da als Aufgabe? Zeig den einfach ein Bummi. Das heißt, du möchtest jetzt ein grünes Bummi? Ne, du bist das Gesteinsbummi. Da ist das Lumpenbummi. Habe ich kein normales Bummi mehr? Was? Als ob. Ne, da, ich habe es zur Bummerdame weiterentwickelt. Dann gebe ich mal einem anderes Bummi mal ab. Was sagt er denn dazu? Zappalot, du lässt dich aber auch nicht lumpen, ein leibhaftiges Bummi. Quatsch, das sieht doch ganz anders aus. Tut es in der Tat. Nein, ein Bummi ist das nun wirklich nicht. Wenn sie sich so vor der Wahrheit verschließen, müssen wir eben nachhelfen. Zeig ihnen doch auch bitte auch die beiden falschen Bummi. Okay. Dann kann ich dir deinen Bummi eben nochmal zeigen. Mit Sand und Steinen. Und ich gehe gleich eben noch schnell ein anderes Bummi fangen. So, das ist ein waschechtes Bummi. Ne, das ist kein Bummi. Ne, das ist kein Bummi. Schade nur, dass ich genau einen Bummi natürlich nicht habe. Massenhaft Pokémon. Papinellas. Okay. Ja, die Bummi ist auch so. Was mache ich hier? Lasst mich gehen. So. Auf der Suche nach einem Baum, der wackelt. Dann reiten wir eben mal schnell einmal hier durch die Gegend. In der Hoffnung, dass einer der nächsten Bäume hier gleich irgendwo ein bisschen am Wackeln ist. Oh, da ist ein Licht. Einmal schnell hoch. Hallo Golbat. Ich sag's euch, ich finde jetzt wahrscheinlich keinen einzigen Baum, der hier irgendwo am Wackeln ist. Während man normalerweise 20 dieser Bäume findet. Es wirkt hier einfach kein einziger. Oder oh, da ist noch ein Licht. Ja, einfach mal kein einziges Bäumchen hier am Wackeln. Hallo? Könnte Murphy mal bitte wieder weghören? Ich bin doch jetzt locker jetzt an 15 Bäumen noch vorbeigelaufen. Und kein einziger hat gewackelt? Wollt ihr mich verkackeiern? Okay. Ich würde sagen, wir machen eben ein Päuschen. Und ich laufe weiter durch die Gegend und suche Bummis. Bis gleich. Ihr seht übrigens, dass ich immer noch durch die Gegend laufe, ne? Ich habe immer noch keinen Bummi gefunden. Also ich habe zwei wackelnde Bäume bisher gefunden. Auf der gesamten Ebene. Bisher.
Und in diesen beiden Bäumen waren nur zwei Wadribi. Aber in diesem gesamten obsidianen Grasland gab es ganze zwei wackelnde Bäume bisher. Mehr nicht. Ich fühle mich minimalst verarscht. So, haben wir jetzt mal ein bisschen Glück? Boah, danke. Kann bitte der Anhang erstmal gehen? Weil vielleicht sollte ich das Brummi erstmal fangen, bevor es irgendwie abhaut. Aber immerhin hatte ich die anderen beiden Brummi schon mal. Das ist ja schon mal gut. So. Und mir ist aufgefallen, ich habe das Gebiet hier noch gar nicht vollständig erkundet. Das können wir nämlich auch gleich noch schnell machen, wenn wir eh gerade hier sind. Mir ist nämlich aufgefallen, da hinten, in dem Bereich waren wir so noch gar nicht. Also sind, glaube ich, durch diesen Tunnel mal gegangen, so ein bisschen. Aber wieso habe ich mich da hinten gar nicht umgeschaut? Das ist genau in die falsche Richtung. Da. Wieso bin ich nie über diese Brücke gegangen? Ich habe keine Ahnung. Was haben wir denn hier noch so? Können wir mal ein bisschen nochmal durchreiten. Vielleicht irgendwie noch ein interessantes Pokémon hier rumläuft. Georok, Barmelin. Höhle, die man auf... Wait. Ich glaube, wir waren damals auf der anderen Seite der Höhle und ich wusste nicht, dass man diese Steine einfach mit dem Pokémon kaputt machen kann, ne? Das ist auch das hier, wo wir damals unser Macholo gefangen haben. Und ich dachte, ich brauche hier irgendwie was Zertrümmerer-mäßiges. Dann bin ich weitergegangen, ne? Ja, hier ist die Macholo-Höhle. Damals auch einfach einen Pokéball, wie das gegen die Steine werfen können. Aus der Lust gefischt? Was? Nein, aus der Luft gefischt. Der Strapazenhain. Oh, hallo Skaraborn. Hier ist zufällig noch ein Lichtlein. Nee, einfach nichts. Aber ein wackelnder Baum natürlich da hinten. Hi Skaraborn, bei Skaraborn. Wait, Strapazenhain. Moment, Moment. Hier kommt da gerade was. Das ist das, wo ich die Wadribis fangen soll. Ha, Moment. Komm mal mit. Und da sind die Papillomas. Na gut, aber sonst scheint hier auch nichts weiter zu sein. Aber da war beim Obsidian Wasserfall waren wir noch nicht. Das ist doch das, wo das Gyarados durch die Luft fliegt, ne? Ich will mir das auch noch mal kurz angucken. Ich habe sogar noch eine Wildlife-Reportage offen. Ich muss noch zwei abarbeiten. Dann machen wir eine Wildlife-Reportage zu dem Gyarados, was da oben irgendwo rumschwimmt. Oh, hier ist noch Kapador im Wasser.
Okay. Na, guck mal, hier ist sogar wirklich ordentlich. Oder kann ich durch den Wasserfall durch? Nein, da ist eine Höhle versteckt. Nein. Klettern wir einmal hoch. Schauen wir mal, ob oben auf dem Wasserfall noch was ist. Wo ist mein Garados? Ich hab mich verarscht. Ich dachte, hier fliegt ein Garados rum. Das habe ich von der anderen Seite der Berge mal gesehen. Hallo? Da hinten! Meine Damen und Herren, Sie sehen hier das seltene Exemplar eines fliegenden Garadoses. Man würde behaupten, dass Garados ja eigentlich immer fliegen kann, weil es ja auch den Flugtypen hat. Aber dieses Garados ist ein ganz spezielles. Es umkreist sein Revier da unten und beschützt so seine Karpador-Töchter. Denn da unten im Wasser haben wir drei Karpadore. Das ist nämlich Karpadora, Karpadori und Karpadorette. Und Herr Garadoso, das ist übrigens sein voller Name, ist ein leidenschaftlicher Vater, der kein einziges männliches Karpador auch nur in die Nähe seiner drei Karpadore kommt, Karpadore lässt. Und dementsprechend umfliegt er den ganzen Tag hier das Gebiet, um auch nur bei dem kleinsten Anzeichen eines Karpadors sofort runterzustürzen, es zu zerfleischen und seinen Töchtern zum Fraß vorwirft. Dementsprechend, meine Damen und Herren, falls Sie ein männliches Karpador besitzen, kommen Sie nicht in die Nähe. Das wollen Sie nicht sehen. Und damit hätten wir auch die Wildlife-Reportage für dieses Gebiet.